Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, heute kommen wir mal zur Vollmondlegung. Heute haben wir den 6.1. Ne? Gucken wir mal, wie die Energien heute sind. Ne? Wie ihr seht, bin ich immer noch extrem angeschlagen. Ich hoffe, dass uns die Karten mal aufhellen können. Ne? Und dass in dieser dunklen, negativen Zeit ja, uns die Karten halt ein bisschen Hoffnung geben, ne? Da hole ich mal die Tarot von der Nadine Breitenstein, Orakel der Göttin von der Doreen Vertue. Von Doreen Vertue und dem Red Light Valentine das Feen-Tarot. Und am Schluss ziehe ich noch Reflexionskarten von der Maria Bergmann, ne? Ja, guck ich mal. Vielleicht kann uns das ja ein bisschen aufhellen, ne? Tatsächlich seid ihr nicht die Einzigen, die wo ein bisschen Aufhellung gebrauchen könnt. Dann geht mir auch so. Ja. Ja. Dafür machen wir das ja. Ne? Wird alles besser. Im Namen Gottes. Was ist heute an Vollmond wichtig für das Seelenkollektiv? Was kommt auf uns zu? Ja, die Auflösung von Schwierigkeiten kommt auf uns zu. Ja, wunderbar. Ne? Eine Last wird dir von den Schultern genommen. Hm? Da kann es auch zum Beenden einer Sucht oder Mitabhängigkeit kommen. Ne? Ja, das ist schon mal gut. Wunderbar. Wenn ich so eine Karte sehe, weiß ich schon mal, warum ich mich jeden Morgen hier hinhocke. Ja, das Gute, was du tust, sind die versteckten Einflüsse. Kommt jetzt zu dir zurück. Ein unerwarteter Geldsegen. Ja? Ja, das ist doch schon mal wunderbar. Ja, der Mond, du hast auch machtvolle, intuitive Wahrnehmung. Du sollst Angst und Sorge loslassen. Ne? Und wirst die Wahrheit einer Situation erkennen. Ne? Wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Die Karte will raus. Einheit. Tu das Richtige aus den richtigen Gründen. Vergleiche traditionelle und neue Herangehensweisen, um zu sehen, was für dich am besten funktioniert. Ne? So, ich meine in der Mitte eine Karte. Ja. Es ist auch mal Zeit, dass du deine Träume realisierst. Und dann nimm irgendetwas, das deinen Horizont erweitert und lass deiner Kreativität Flügel wachsen. Ja? Hm. Ja, leg deine Bedenken auch mal einen Blick beiseite. Du kannst später eine Entscheidung treffen. Du findest Lösungen durch Meditation, hast wahrscheinlich das Bedürfnis nach mehr Schlaf oder Urlaub. Ne? Ja, da geht's ja wie mir, ich bin auch immer müde. Schlaf nur nicht. Ja, der Wagen. Es geht aber vorwärts mit deinen Vorhaben. Ne? Du wirst Erfolg haben durch Hingabe und Selbstdisziplin. Ne? Feiere das, was du bisher erreicht hast. Ne? Im Namen Gottes. Was ist noch wichtig heute an Vollmond? Ja, du bist abgelenkt durch irgendwas, wahrscheinlich durch Sorgen und siehst eine magische Gelegenheit nicht. Vielleicht betrachtest du oder jemand oder etwas als selbstverständlich in deinem Leben, bist unzufrieden mit deinem Leben. Vielleicht betrachtet dich aber auch jemand als selbstverständlich, ne? Ja. Glaube an dich selbst, ne? Wundervolle Menschen wollen dir helfen. Achte auf ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben. Hm? Namen Gottes. Ja, du hast den Wunsch nach einem sinnvolleren Leben. Ne? Du bist auch, erkennst jetzt, dass es an der Zeit ist, für dich weiterzugehen, wenn du zum Beispiel in extrem negativen Dingen hockst. Ne? Ja. Du möchtest wichtige Lebensveränderungen in Angriff nehmen, ne? Die wohl dich halt glücklich machen, ne?
So, da holen wir mal die nächsten Karten. Heute liegt alles schief. Das bedeutet, das Leben ist in Schieflage geraten. Im Namen Gottes. Oh, hier hat dich jemand schwer verletzt. Drei der Schwerter. Ja, Liebeskummer. Du leidest unter Herzlosigkeit, ne? Vielleicht unter einer Trennung. Oder musst unliebsame, nüchterne Entscheidungen treffen, hast schlechte Nachrichten bekommen. Es herrscht eine kalte Atmosphäre. Hm? Jo, bist halt ernüchtert, ne? So, die versteckten Einflüsse. Ja, im Moment bist du im Mangel. Für dich ist das ein Härtetest. Hast Engpässe finanziell, bist bedürftig, hast Entbehrungen, bist irgendwie so ein bisschen auch in einer Krise, ne? Ja? Oder bekommst schlechte Bezahlung. Hm? Aber jetzt greift das Schicksal ein, das Karma. Es kommt zu schicksalshaften Veränderungen. Ne? Karmische Verbindungen kommen jetzt auf dich zu, die Seelenpartner. Du findest zu deiner Lebensaufgabe, ne? Ja, findest deine Berufung. Verwirklichst eine große Aufgabe. Ja, Rat des Schicksals. Hier greift das Schicksal ein. Öffnung eines Zeitentores. Mhm. Mhm. Namen Gottes, wie geht es weiter, liebe geistige Welt, fürs Seelenkollektiv? Die Welt, ja. Also du gehst jetzt in deine Heilung, ne? Da willst du auch reiten, ne? Ja, ans Ziel. Ein Zyklus wird jetzt beendet, ne? Kann sein, dass du auch umziehst oder in deine Berufung gehst, in die Selbstentfaltung. Auf jeden Fall mal in die Harmonie und in dein Glück, ne? Ja. Und das schnell, ne? Hier habe ich die 8 der Stäbe, ne? Die Beschleunigungskarte. Es kommen Nachrichten, Erfolgsmeldungen. Ein Ereignis trifft früher ein als erwartet, ne? Also es kommt zu einer glücklichen Entwicklung. Das ist doch schon mal gut. Wie geht das weiter, liebe geistige Welt? Ich bin heute ein bisschen schwindig schon wieder, ne? Ja, aber Königin der Schwerter. Das kann sein, dass du mit so jemandem zu tun hast, ne? Mit juristischen Personen eventuell. Ja, die sind aber mehr so ein bisschen kühl, ne? Distanziert, verstandesorientiert. Aber unabhängig. Es kommen aber spannende, leidenschaftliche Nachrichten, Herausforderungen, spannende Abenteuer, aufregende Vorschläge, tolle Angebote. Ne? Ja, hört sich ja schon mal gut an. Geht es weiter, liebe geistige Welt? Ja, Siege und Anerkennung. Ne? Es kommt zu Feierlichkeiten, da kannst du wieder optimistisch sein. Ja, erfreuliche Nachrichten. Vorhaben gelingen dir, du fühlst dich am Ziel. Vielleicht kommt es auch zum Aufblühen einer Beziehung, die wo du neu kennenlernst. Oder die, wo du kennengelernt hast, ne? Ja, du bist wieder zuversichtlich. Scheinst auf dem Erfolgsweg zu sein, ne? Ja, wertvolle materielle, finanzielle Chancen und Beziehungen kommen jetzt auf dich zu. Du wirst jetzt eine Glückssträhne haben. Neue Sicherheit, ein gutes Gehalt, einen sicheren Job, finanzieller Neustart, berufliche Veränderung, vielleicht eine Gehaltserhöhung. Hm? Geht es dann weiter? Ja, aber du hast irgendjemanden in deinem Umfeld, der wo hinterlistig ist, dich betrügt, ja, eine Falle, Falschheit, das kann auch im Insgesamten sein, ne? Ja, Lügen, Leute, die wo sich aus der Affäre ziehen, ne? Pass auf, dass du nicht übers Ohr gehauen wirst. Hier will jemand einen Vertrag mit dir brechen und gibt dir falsche Versprechen. Hm? Aber du hast gute Aussichten. Gute Perspektive für die Zukunft, ne? Langfristig planen sollst du. Mit Weitblick, ne?
Du denkst auch zukunftsorientiert, wirst eine gesunde Basis erschaffen, lukrative Geschäfte machen. Du triffst auch Herzensentscheidungen, ne? Es kommt zur Überwindung von Gegensätzen. Die große Liebe wartet auf dich, ne? Ja, eine geschützte Beziehung von Gott, ne? Und du liebst deine Arbeit und deine Berufung, ne? Wie geht das denn weiter, liebe geistige Welt? Ups. Ja, 10 der Schwerter. Du bist auch am Ende einer Angelegenheit angekommen, ne? Ja. Bist in Aufbruchstimmung. Schluss, Ende einer Phase, Ende einer Lebensphase, Ende einer Beziehung, Ende von überhaupt etwas, was dich sehr erschöpft hat, ne? Also du liegst halt am Boden, ne? Aber das Gute ist, wenn man am Boden ist, kann es ja nur noch in eine Richtung gehen, nach oben, ne? Ja, du ziehst unter verschiedene Pläne Schlussstriche, ne? Ja, kommt zum Ende einer Beziehung oder Projekte, die wohl dir nichts bringen. Kündigung, vielleicht Wohnungskündigung, das kann alles Mögliche sein, ne? Du wirst was begreifen und akzeptieren. Außerdem schwelgst du so in Erinnerungen, so nostalgisch, bisschen wehmütig, ne? Denkst an die Vergangenheit, ne? Greifst vielleicht auf alte Projekte wieder auf, ne? Es kann sein, dass du einer alten Liebe wieder begegnest und mit dieser Liebe einen neuen Frühling erlebst, ne? Ja. Genau. Wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Hört sich ja schon mal gut an. Königin der Münzen, das könntest du sein, ne? Jemand, der wohl so geerdet ist, verlässlich, ehrlich, fair, treu, bodenständig, konsequent, ne? Ja, du kümmerst dich wahrscheinlich viel um materielle Dinge, ne? Ja, musst noch ein bisschen Geduld aufbringen. Also es kommt zu einem langsamen Wachstum. Hier braucht noch irgendwas Zeit. Aber eine Liebe erblüht, es kommt ein neuer Anfang. Aber ein kontinuierlicher, langsamer Fortschritt, ne? Hier reift was ran, ne? So, ein guter Start, ne? Du beginnst von vorne, baust dir was auf, fängst klein an, ne? Löst auch Probleme Schritt für Schritt. Ja, vielleicht ist das auch der Beginn einer Karriere. Auf jeden Fall geht's mal ins Liebesglück, in die Hochzeit, eventuell mit einem Partner, den wo du kennenlernst, ne? Oder schon kennengelernt hast. Ja, es geht auch um Feierlichkeiten, wo du dankbar bist, unbeschwert wieder, zufrieden. Gute Ergebnisse werden erzielt, ne? Und ein Ziel wirst du erreichen, ne? So. Kommen mal die Göttinnen. Mal gucken, was die sagen. Bis jetzt ist es ja ganz positiv. Hm? Ja, freut mich auch. Also wenn heute was Negatives gekommen wäre, dann hätte ich mal mit der geistigen Welt müssen da rummaulen. Ne? So, wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Was ist heute am Vollmond wichtig? Göttliche Leidenschaft. Sei aufrichtig dir selbst gegenüber, ne? Und überleg dir mal, was dein größter Herzenswunsch ist. Ja. Ich krieg schon wieder keine Luft. Schlimm. Zauberin. Also du verfügst über magische Kräfte, ne? Wir sind ja göttliche Wesen. Und im Prinzip verfügen wir alle über magische Kräfte. Die sollen wir nutzen, ne? Und du kannst deine klare Absicht Wirklichkeit werden lassen. Zum Beispiel in ein schöneres Leben zu kommen, ne? Ja. Geht es weiter. Wahre Liebe. Also die wahre Liebe, die wird dir jetzt begegnen, ne? Die romantischen Regungen deines Herzens, die wo du sowieso schon in dir hast, haben das Universum dazu bewogen, dir große Liebe zu bringen. Na, her damit, ne? Und Unabhängigkeit, ne? Du bist sowieso schon so ein unabhängiger Mensch, ne? Und deine Unabhängigkeit ist die Grundlage deiner Stärke und deines Erfolges, ne? Ja, es kommt ein Sprung ins Ungewisse. Geh das Risiko ein und handle entsprechend der Sehnsucht deines Herzens, ne? Weil das wird dich in den Wohlstand bringen, ne? Das Universum schüttet sein Füllhorn jetzt über dich auf. Ne? Sei offen, es zu empfangen, ne?
Unendliche Fülle kommt jetzt auf dich zu. Ja, und im Moment bist du scheinbar mit allem versorgt. Aber heute und auch in der Zukunft, ne? Ja, du sollst auch mal deinen Körper entgiften und deinen Geist, ne? Habe ich heute noch davon gesprochen, ne? Von geistiger Entgiftung. Weg von diesem Negativen, ne? Ja, und erschaffe dir mal einen heiligen Raum, einen Altar. Oder geh an einen Kraftplatz, um dich mit dem Göttlichen zu verbinden, was dir vielleicht helfen könnte. Übe dich in den schönen Künsten, ne? Ja, bringe dich durch dein schöpferisches Tun zum Ausdruck. Das kannst du ja durch Malen, durch alles Mögliche, ne? Kannst du das machen, ne? Jetzt kommt ein Ende, aber auch ein neuer Anfang. Das Alte muss losgelassen werden, um Platz für das Neue zu schaffen. Ja. Neuanfänge, wir stehen vor Neuanfängen. Ja. Vielleicht fragst du dich, ob deine Situation in der, wo du bist, fair gerecht behandelt wird. Ja, ne? Also fair, das bedeutet, es wird gerechte Entscheidungen für dich geben, ne? Ja. Ja, vielleicht geht's dir wie mir. Du bist im Moment sehr empfindsam und wirst auch immer empfindsamer. Meide deswegen eure Beziehungen, alle negativen Sachen, ne? Umgebung, Situationen oder negative Chemikalien, ne? Verbringe vielleicht mal Zeit am Wasser, am See, Fluss, Meer, damit deine Batterien bald wieder aufgeladen werden. Ja, das wäre so ein Punkt, wo ich hinziehen würde, ne? Ans Meer. So, dann holen wir mal die letzten Karten. Soweit ist es ganz gut. Ne? Wie geht es weiter heute, liebe geistige Welt? Ja, sei dankbar für das, was du hast. Fühle dich gesegnet. Alles ist gut, so wie es ist. Du bekommst Hilfe. Ja, du hast verschiedene Dinge, wo du auch bereust, ne? Ja. Wo du denkst, ach, hätte ich das noch nicht gemacht, ne? Ja. Ja. Aber du kriegst halt eben die Einsicht, ne? Du hast was Falsches gemacht und das hilft es dir in Zukunft besser zu machen. Hab Vertrauen in Gott und in die geistige Welt. Und glaube an dich. Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst zu zweifeln. Und an Gott. Und dann werden sich deine Träume erfüllen. Ne? Wie geht es weiter? Ja, du sehnst dich nach Freiheit. So im Allgemeinen. Ne? Ja, du versuch innerlich frei zu werden. Ne? Sei ganz bei dir. Frei zu sein bedeutet, dass du deine Fesseln auch löst, die wo du außenrum hast. Ne? Vielleicht bist du ja dazu imstande. Geh in deine Sicherheit, lass dich fallen. Es kann dir nichts geschehen, du bist beschützt. Sei mutig, ne? Tue das, was dich im Leben voranbringt, obwohl du Angst davor hast, ne? Geh wieder in deine Hoffnung, ne? Glaube daran, dass alles gut wird. Vertraue in die Zukunft, also aufgeben ist jetzt auch sowieso keine Option, ne? So, geht es denn weiter? Ja, bist ein bisschen verzweifelt, ne? Also verzweifle nicht. Auch für dich scheint die Sonne wieder. Kannst du nur im Moment noch nicht sehen. Ne? Ja, du gehst wieder in deine Leichtigkeit. Ne? Und dann wirst du auch sehen, dass das Leben auch wunderbar sein kann. Ne? Ja. Ja, dann kommst du bei irgendetwas zu einer Erkenntnis. Plötzlich ist dir alles klar. Plötzlich erkennst du etwas, ne? Und das ermöglicht dir eine völlig neue Denkweise. Ne? So, gehen wir mal in die Mitte. Ja, du gehst in den Wohlstand. Ne? Und das hast du dir auch verdient. Und lass den Neid anderer nicht an dich heran. Genieße du deinen Erfolg. Also du wirst da in den Wohlstand jetzt gehen. Ne? In etwas Schöneres. Ne? Eine Karte ziehe ich noch. Ja. Ja, du hast Selbstzweifel, aber die sollst du ablegen, ne? Du sollst dir sagen, ich will, ich kann, ich werde, weil die Selbstzweifel blockieren dich in dem, was du dir erträumst, ne? So, das wär's mal von mir, ne? Ja.
Ich freue mich über ein Like, einen Kommentar oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, damit ihr auch kein Video von mir verpasst. Ist auch völlig kostenlos für euch. Ja, ich mache das ja alles hier kostenlos für euch. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir ein bisschen helft, dass das Video ein bisschen geteilt wird, ne? Dass ich ein bisschen größere Reichweite bekomme, mehr Abonnenten, ne? Ja, die wo dann auch an diesen Legungen teilhaben können. Ja, ansonsten lasst euch nicht kleinkriegen, ne? Also es geht in etwas Schönes, ne? Ja, es geht in etwas Schönes. Und da wirst du auch wieder Hoffnung kriegen, ne? Du gehst auch in den Wohlstand, ne? Ja. Genauso ist es. Ich habe irgendwie den Drang, hier noch eine zu ziehen. Mache ich mal gerade noch. Ja. Deine Unentschlossenheit, die hält dich bei allem zurück. Entscheide dich für das, was am besten für dich ist. Anstatt dem Versuch zu machen, anderen irgendwie gefällig zu sein. Ne? Ja, du fühlst dich gefangen. Ne? Ja. Kein Zögern und Aufschieben mehr. Ja, triff Entscheidungen, ne? Es kommen nämlich Neuigkeiten auf dich zu, die wo gefeiert werden dürfen, die wo dir vielleicht bei deiner Entscheidung helfen, ne? Ankündigung von Hochzeiten, Geburten, Freunde, die dir am Herzen liegen, plötzliche Verliebtheit, ne? Ja, genau. Es kommen lauter schöne Sachen auf dich zu, ne? So, das wär's mal von mir, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir schaffen das, ne?